zurück bei Inside the Team. Ich habe Osaro Jürgen heute bei uns. Schön, dass du da bist und danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Jürgen, wie sind denn deine Ziele in dieser Saison, deine persönlichen Ziele? Ich versuche so viel wie möglich dazuzulernen. Ich versuche bei den Towers so gut zu spielen, wie ich kann und so gut zu trainieren, wie ich kann. Und mit der Pro B versuche ich, also in Wedel, die Playoffs natürlich zu erreichen und auch so gut wie möglich zu spielen, damit ich auch meine persönlichen Ziele, wie, keine Ahnung, später vielleicht mal in der ersten Liga zu spielen, zu erreichen und den anderen Teams zu zeigen, was ich kann. Sehr gut. Du bist ja noch ein sehr junger Spieler, zum Beispiel wie Justus, auch Justus noch ein Stück jünger. Wie können Chacha und Kova, die ja schon sehr erfahren sind und auch viel älter schon, euch denn noch bestimmte Sachen mitgeben? Oder nehmen die euch mal zur Seite oder agieren sie als Vorbilder für euch? Chacha und Kova sind sehr unterschiedlich, aber natürlich verstehen sie sich gut. Chacha ist ja mehr die Eins wie Justus, deswegen hat Chacha mehr Tipps für Justus und Kova kommt eher mehr zu mir, weil er mehr Zweier spielt und dann geben sie uns natürlich unterschiedliche Tipps und man kann sehr viel von denen lernen, besonders von Chacha, weil er sehr viel Spiel über sich hat. Die Ruhe hat mehr Kova und man, das ist eine sehr gute Kombination von den beiden zu lernen auf jeden Fall. Toll, ist ja auch eine tolle Chance für euch, ne? Dann habe ich eine Frage. Enos kommt ja jetzt zu Besuch sozusagen in die Heimat zurück. Wie bereitet oder habt ihr euch jetzt in dieser Woche auf Tübingen vorbereitet? Wir kennen Enos, Mai kennt ihn jetzt noch nicht so gut, wahrscheinlich schon ein bisschen, aber wie lief die Vorbereitung in dieser Woche? Also ich war ja verletzt und habe nur Training zugeguckt bis gestern, aber Mike macht immer eine sehr gute Vorbereitung mit Banker. Die scouten sehr, sehr gut. Wirklich sehr, sehr gut. Also auf Enos haben wir es natürlich auch vorbereitet, weil er auch ein sehr guter Spieler ist, wie wir ja gesehen haben letztes Jahr. Aber es ist eigentlich individuell immer anders, wie wir uns auf die Spieler vorbereiten. Aber mehr sage ich natürlich dazu nicht. Ne? Und keine Insights. Keine Insights, aber auf jeden Fall sehr gute Vorbereitung. Wir sind vorbereitet auf Tübingen. Sehr schön, dann wird das ja hoffentlich ein gutes Spiel am Samstag. Dann habe ich noch eine Frage. Ich weiß ja, dass du sehr gut tanzen kannst. Das zeigst du ja recht häufig. Und du bist ja auch so ein kleiner Scherzkeks. Aber warum ist Fortnite so ein cooles Spiel? Und spielst du Fortnite? Ab und zu. Ab und zu. Ich habe mir sagen lassen, dass du ab und zu Fortnite spielst. Warum spielst du Fortnite? Warum ich Fortnite spiele? Ja, mein Kumpel Nikolas Aldag von den Piraten, als ich da noch gespielt habe, hat mir das Spiel vorgeschlagen letztes Jahr. Und dann war ich schon sehr, sehr gut. Deswegen spiele ich jetzt Fortnite, auch wenn mich das eigentlich sehr, sehr aufregt, das Spiel. Warum regt sich auf? Ist manchmal so lächerlich einfach. Mehr sage ich dazu nicht. Okay, aber man merkt, du bist ehrgeizig, nicht nur auf dem Basketballfeld, sondern auch an der Konsole anscheinend. Ja. Dann wünsche ich dir viel Erfolg für die Saison. Danke, dass du hier warst und wir sehen uns nächste Woche und starten jetzt erstmal gegen Tübingen am Samstag. Bis dann.